Servus, Mann. Willkommen zurück zu WOT Replays Wunschkonzert. Wir sind unterwegs mit das Tarnzäpfle vom Clan 1 DPLR im Panzer 3-4. Wir sind in einem deutschen Mediumstufe 5 gelandet. Wir haben eine 75 mm Kanone drauf mit 110 Schaden und 110 Durchschlag. Auf Premium 158 Durchschlag bei 110 Schaden. Und mit Spreng gibt es 175 Schaden bei 38 Durchschlag. Ein selten gefahrener Panzer. Ich sehe den wirklich nicht sehr häufig auf dem Schlachtfeld. Der Panzer 4H wird da deutlich öfter gefahren. Allerdings einer der besten, meiner Meinung nach, auf Stufe 5. Allein schon was die DPM angeht, ist das ein wirklich feines Gerät. Normalerweise auch eine ziemlich genaue Kanone. Okay. Natürlich nicht immer. T67 hat uns schon aufgeklärt. Wir haben keine Lampe drauf, so wie es aussieht. Na komm, komm vor, komm vor, komm vor. Jo, wir sind auf Tundra gelandet in einem 6er-Gefecht mit 5er Beteiligung. Wir sind wieder mal nicht Top-Tier. Ich kriege ständig vom Tarnzäpfle so eine Videos oder Replays eingeschickt, wo wir nicht Top-Tier sind. Scheint für ihn kein Problem zu sein. Er reißt das Spiel sehr oft an sich. Ne, lieber ungenau. Schade. Wir haben schon von allen Seiten bis nach Skorn genommen. Man sieht hier um den Turm herum wunderschön Schockpanzerung. Schottpanzerung. Schock. Jawohl. Gerade noch rückwärts gefahren, dann trotzdem noch in den Schuss reingerutscht. Ganz brav. So stelle ich mir das vor. T67, der ist ein Problem. Der macht ganz viel Aua und lädt innerhalb von 3,5 Sekunden nach. Das ist ja nicht so doll für uns. 1 zu 4 steht's. Jawohl, jetzt haben wir gesehen, wie genau die Kanone sein kann. Und auch vom T67 haben wir da ein bisschen was zurückbekommen. 245 Schaden haben wir es gemacht. KV85 muss ich dann mit dem P43 unter dem 4 umschlagen. Müsste normalerweise schaffen. Ist gut genug gepanzert. Und solange die beiden sich da nicht einig sind, werden sie den ganz sicher nicht wegrushen. Jetzt kommt noch die Stufe 4 dazu. Da haben wir wenig zu melden und deswegen geht es hier wieder nach vorn. T67 und Krombel. Keine Ahnung, wo der Krombel ist. Da ist er. Kaum hat man ihn angesprochen. Kommt auch schon rausgerutscht. Kleiner Drecksack. Sich bewegen und nicht schießen, geht alles klar. Sehr schön. Kette gezogen, ja. Schaden gemacht, nö. Dafür hat es leider nicht gereicht. Ein Punkt der Panzerung kann beim Turm ein bisschen was erwarten. Aber das war's dann schon. Ansonsten ist er eher relativ weich. So. Wir haben den Berg da drüben auf der rechten Seite komplett verloren. Abgeprallt am VK100-01D. Das ist sogar der Nachfolger von dem hier, wenn mich alles täuscht. Ich glaube schon. Also wenn man auf dem Weg zum Leopard sein sollte, der Panzer werdet ihr auf jeden Fall fahren müssen. Und ihr werdet ihn lieben, wenn ihr mit dem Leopard umgehen lernen wollt. Erstmal ein bisschen beweglicher. Hoppala. Den hättest du nicht einfangen müssen. So, wir haben noch 2 HP. Wir haben 438 Schaden ausgeteilt. Artillerie hat inzwischen auch gefallen und uns gefunden. Es steht 2 zu 8. Nicht so gut. Vom KV85 ist noch die Hälfte übrig. Wenn es der Gegner jetzt richtig anstellt, nämlich Captain geht, dann war es das hier für uns? Machst du da? Durch den Stein kommst du nicht durch. Nicht mal mit Glück. HE. Ah, er versucht sich selber zu töten. Das macht man aber nicht. Lieber versuche irgendjemand zu rammen. So, wir sind wieder auf Standardposition. HE haben wir komplett verschossen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Cromwell. Okay, wird von Achilles rausgenommen. Den könnte man theoretisch jagen gehen. zu 10. Der Gegner kommt überhaupt nicht auf die Idee zu cappen. Leute, auch wenn es ein bisschen blöde klingt, das gehört ganz einfach mal zum Spiel. Cap ist Teil des Spiels. Wenn ihr gewinnen wollt, ab und zu müsst ihr einfach cappen. Das geht nicht anders. T37 hat sich da hinten ein bisschen versteckt. Mal sehen, ob wir da einen Schuss drauf kriegen. Sehr schön. Der war gut. 638 Schaden haben wir gemacht. Wir haben 2 Kills auf der Uhr bisher. Jetzt wird es interessant. Daneben, mein Freund. Sehr schön. Low Roll oder High Roll? Ne, Low Roll. Nur 10 Schaden im Schnitt, das hat nicht gereicht. P43 BES ist noch ein Problem. Ja, kann es mit einem, eigentlich kann es jeder mit einem Schuss rausnehmen. Kleiner Junge mit einer Steinschleuder. Wenn wir Pech haben, etwas größerer Schneeball, haben wir keine Chance. Ja, zerpflücken uns alle. Bisschen Klebeband hält das Ding hier noch zusammen. Dann war's das. Okay. B43 scheißt sich allerdings auch in die Hosen. Hat da keine Lust weiter. Cover 85 räumt da hinten inzwischen ein bisschen was weg. Einmal Treffer. Zweimal Treffer. Sehr schön. Inzwischen sind wir wieder ausgeglichen. Wer hätte das gedacht? Geht doch recht schnell. Also schon lecker, lecker Moped hier das Ding, ne? Wenn ihr Lust habt. Okay, KV85 hast du eben verabschiedet. Wenn ihr Lust habt, irgendwann mal Richtung Leopard 1 zu fahren. Den hier auf jeden Fall, da könnt ihr auf jeden Fall was mit anfangen. Und Leopard 1 ist eh ein recht guter Panzer. Eine der genauesten Kanonen im Medium-Bereich mit genügend Durchschlag. Der schießt daneben. Nicht komplett eingezielt, wir allerdings auch nicht. Und abgeprallt. Ja, ja, Italiener. Italienischer Kampfpanzer. 9 Rückwärtsgänge und 1 Vorwärtsgang. So sieht's aus. Dürfte noch da hinten sein. Auf Wiedersehen, P43. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so ausgeht. Nicht schlecht. 1087 Schaden haben wir gemacht. Jetzt fehlte noch ein IKV 65-2. Der ist in puncto Beweglichkeit uns deutlich unterlegen. Das heißt, das ist der Trumpf, den wir ausspielen sollten. Wir sind mit Premium-Munition unterwegs. Da ist er. Das kleine IKV-chen. Zeig dich. Ist nicht wahr, oder? Kommt tatsächlich darüber. Und tschüss. Ich hau mich weg. Geile Runde. Hast es noch an dich gerissen mit 2 HP zum Sieg? Go to camp, fucking eh. Ja. Ja, nicht auf die anderen hören. Das bringt überhaupt nichts. Immer schön selber. Wenn du merkst, du kannst dann rausnehmen, nimm raus. Vollkommen wurscht. Oskins Medaille. Die gibt es gar nicht so oft. Wir haben hier ein bisschen Gedöns. Wir haben hier ein hübsches M. Also das Tanzzäpfel richtig gut gemacht. Super knappe Runde. 962 Basis XP reichen hier fürs M. Ist halt Stufe 4 bzw. Stufe 5. Da ist das, ja, normaler Wert. Sagen wir es mal so. Ansonsten KV85 ebenfalls einen guten Job gemacht. Ist allerdings in Stufe höher. Ne? Darf man nicht vergessen. 33.000 nehmen wir ein, 15.590 für Premium-Munition drauf. Ein bisschen was zum Reparieren, dass was für Konsumgüter bleibt. 11.600 netto. 30 ist abgefeuert, 17 getroffen, 13 durchschlagen. Und
ein bisschen Schaden gemacht, über 300 Meter haben wir auch, 245 insgesamt. Eine feine Runde, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, fleißig draufklicken, Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal, ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.